Tschüss, da sind wir da bei Tales of Graces F. Beim letzten Mal haben wir uns noch mal in der Batu-Zitadelle noch ein paar Items geholt, haben im Humanoiden-Labor noch die verletzte Entdeckung? Was? Die verlorene? Nein. Die vergessene? Ja. Die vergessene Entdeckung geholt. Und haben letztes Mal noch auch Malik auf die Fresse gehauen. Nachdem er uns ein paar Mal auf die Fresse gehauen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das will niemand doch hören. Den LF-Mix einmal aufladen. Hätte ich eigentlich im Laden besser machen sollen. Bill, doof. Kann ich eigentlich... Sind meine Waffen schon alle? Nö, noch nicht. Dann warte ich noch. Wenn schon dann alle gleichzeitig. Schauen wir mal nach Anfragen. Oh. Direkt alle. Machen wir das. Schauen wir jetzt erstmal kurz nach Titeln. Ja. Auf Hubert haben sogar alle alles gelernt. So. Was haben wir denn hier noch? Doppelwirkung. Ja, komm. Nimm's mal rein. Seraphimblitz. Grim Sylphie. Spektralketten. Lichtpalisade. Ich schau mal eben trotzdem noch einen Moment. Ich brauche. Ich habe mal den, dann dürfte er den vielleicht sogar lernen. So. Anfragen. Die zerbrochene Brosche. Wir haben Crablets. Und Eisdrachentanz gelernt. Was ist denn Eisdrachentanz? Ein A-Art. Stopp, das hatte ich noch gar nicht. Gut, das ist auch nicht gelernt, wenn ich es schon hätte. Da einmal wechseln. Ja, und das hat er gelernt, wie erwartet. Aber ganz knapp noch. So, jetzt schauen wir mal. Eisdrachentanz? Bin ich gerade blind? Oder ist es doch hier? Da! Während eines 3SKA-Arts X halten. Okay. Wenn der es sagt. Ja, wobei, neue Sachen konnte ich nicht kaufen. Ich habe schon die besten. Aha. Ist ja noch was. So, when Pascal was talking in her sleep about someone she likes, who do you think she meant? It's obviously Sophie. I wouldn't be so sure. Young girls like Pascal can be surprisingly attracted to the bossy and overbearing type. I'm surprised you didn't know that, Hubert. Ugh, such speculation is nothing but a waste of time. Well, then why not ask Pascal directly? Well, why me? Please, Hubert. I've been wondering about this myself. Do it as a favor to me. Well, all right. If it's that important to you, I'll go ask her. But I can't guarantee anything. Hubert sure has a soft spot for Asbel. Yeah, it's easy to forget, but I guess Asbel can be an older brother. Huh? What? Was? Wieso bekommt Malik den Titel? Wieso bekommt er überhaupt einen Titel? Zeitverschwender. Da. Ah. Ah. Wir haben 30 Stunden schon gespielt. Sehr schön. Ah, hier ging es hoch. So, wir wollen nach... 1? War da das Schiff? Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, da oben noch, da oben ist der Hafen. Na dann. Bauen wir unser Schiff wieder mal zusammen. Oder lassen es zusammenbauen. Vielleicht ist es ja schon zusammengebaut. Are the repairs complete, Sai? Wonderful. Then could you please attach this to the shuttle? Wait, oh, wait, let me help! Preparations are nearly complete. And my dearest bit looks awesome! I'm just saying. Ja. Einfach mal vorne dran gehängt.
Sophie? What is it? You're not sick, are you? I know I keep nagging, but you have to be careful. What's on your mind? I was just remembering everything we've been through together. I guess we have been through a lot, huh? Yeah, we sure have. But that's kind of an odd thing to think right now. Are you sure everything's okay? Yes, of course. We're all set here! Kurzes Standbild und weiter geht's. You may depart for Athenia whenever you like. And even better, we don't need that stupid launch ramp. We can just take off and set her down wherever there's enough space. Emerald, I don't know how to thank you. Actually, I would like to make a request. As a Fodran survivor, it is my duty to ensure that Lambda is brought to justice for his deeds. With that in mind, would you allow me to accompany you to Athenia? I will do whatever I can to assist you on your journey. I am sure my skills and knowledge will prove useful to you. Please, I beg of you. Yes, of course. We'd be thrilled to have you. Your knowledge of this situation is bound to come in handy. You are too kind. I am going to Athenia with these nice people, Sai. Please keep an eye on things while I am gone. No matter what happens, we have to stop Lambda. And Richard. Richard, you used to long for a world without conflict. And yet your actions seek to destroy it. Is Lambda controlling you? Or are you acting on your own free will? And if so, what course of action will I have to take? I believe in Richard, and I believe that he can be saved. I believe it because I must. All right. Let's get out of here. It's time to go home. To Athenia. Hey, der Spitze verloren. Seid ihr bereit? Yo. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und Fullspeed rein. We have entered Athenia's atmosphere. There it is, the cocoon. Pascal, do it. Roger that. There is Vince. Und voll reingekracht. Zumindest jetzt. Also ich finde, wir sind gut gelandet. Not the smoothest landing in the world, but at least we're here. Hey, I'm just glad my Daris bit worked. So this is the inside of Lambda's cocoon. What is it, Sophie? I can sense him. Far below us. Shall we move onward? Hold on, I want to check something real quick. Phew. Okay,
The shuttle still works. Just wanted to make sure in case we need to bolt out of here. This cocoon provides Lambda with a place to reconstruct his body without any outside interference. We are sure to encounter many dangerous monsters that have hatched from Lambda himself. So the ones outside the cocoon were just a warm-up. It makes no difference what terrors may lie in wait for us. We cannot afford to let our world go the way of Fodra. We must stop Lambda at all costs. All right, let's get going. Okay. Ich möchte aber trotzdem nochmal reingehen. Und mal schauen. Konnte man jetzt schon wegfliegen oder kann man das erst... Nee, ich kann anscheinend nicht wegfliegen. Gut, dann... Später vielleicht irgendwann. So, dann würde mich was anderes noch interessieren. Was für... Ah, das ist Telos Astur-Stempelkarte hier. Nee, gut. Kann ich irgendwas dualisieren, so, wenn ich mal so ein bisschen durchgucke. Den Rettich. Mit Miso. Okay. Kabeljau mit Miso. Rot. Rot war aber auch kurz grün. Wahrscheinlich auch mit Miso. Wir haben schon eine Menge Scherben. Uiuiui. Moment, hier gab es doch Miso zu kaufen. Dualisieren. Miso mit Brot. Ja. Gebratene Manju. Okay. Was mich gerade zur Frage. Gasthaus? Nee, kann man nicht benutzen. Die Anfragen. Ja, irgendwie komisch, wenn ich hier plötzlich Anfragen bearbeiten könnte. Ja, die beiden Waffen dann noch. Ach, an sich kann ich jetzt auch mal eben dualisieren. So, was haben wir denn? Hier haben wir was Nettes. Und die Himmelsdolche damit. Die können wir einmal alle mit zusammen. Ja, dann schauen wir mal durch. Irgendwo. Ja, nichts Tolles. So, was haben wir denn? Überschreitung. Steigerung möchte ich eher die minimale erhöhen. So. Irgendwo gesehen, dass da was. Na, mehr Widerstand. Ja. Kann sie nehmen. Brenzlig. Brenzlig. Okay. Kann sie nehmen. Moment mal, die Waffen waren gar nicht gesch... Ah, das erklärt, warum die auch nicht... Ja. Warum da auch nichts mit passiert ist. Die waren gar nicht. Einfach mal. Ja. Ich hätte auch lange drauf warten können, bis da was passiert. Konzentration. Ja, komm. Nehmen wir mit rein. Dornig. Ja. Wieso habe ich da gerade Titanknödel gelesen? Fesselnd. Klingt gut. Da haben wir noch ein bisschen mehr Gewinn raus. So, irgendwo hier habe ich doch... Männlich. Gut, sie bekommt eine männliche Mithrilbluse. Die ich mit mächtigen Kristall sogar noch umwandeln könnte. Okay. Klingt gut. Hey, habe ich den nicht eben? Ah! Einen hochwertigen Kristall. Kann ich Reflex auch daraus erzeugen. Klingt gut. So, dann machen wir hier Überschreit noch mit rein. Ja, mal eine steife Ältestenrobe. Na komm, hau du einen Heiligenschein rein, sonst muss ich mal gucken. Ah, bei ihm kann ich auch einen Reflex herstellen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mächtiger Kristall. Habe ich echt keine mächtigen Kristalle? Mixer. Ah, die habe ich sogar gerade drinne. Okay. Haben wir jetzt neue Ausrüstung? 11 bis 22 habe ich. Was zum Teufel? Sehr schön. Sophie, can you sense Lambda nearby? Yes.
It feels like... Protos Haste is capable of receiving the unique signals that emanate from Lambda. As long as he remains alive, this function stays intact. Wow. So does that mean you always know where he is? No. I can't really... It is not capable of isolating Lambda's position. The signals emanate from Lambda in a concentric manner. This makes it possible to calculate a rough distance, but not to isolate the point of emission. So what you're saying is, it's not possible for her to actually know where... I've made myself clear. We can't talk. Ja, ich wollte uns nicht reden lassen. Na gut. Speichern wir nochmal. Und kloppen uns jetzt hier durch den Kokon durch. Aber eins muss ich noch gucken. Wie viel Lebenswasser habe ich? Ich weiß, ich werde sie brauchen. 21. Ja gut, das sollte hoffentlich reichen. Was mir gerade wieder einfällt. Was haben wir hier eigentlich? Ja, wieder kurz Standbild nebenbei. Was haben wir denn hier so neue Steine, die ich benutzen könnte? Verteidigung, Ausweichen, Krias, maximal AP, Erholung, maximal KP, Ausweichen, maximal... Oh, das ist 280, hui. Maximales K plus 2, physische Verteidigung, ja. Wenn noch irgendwas, was die minimale SK nochmal ein bisschen mehr erhöht. Habe ich eine Menge Steine hier, merke ich gerade so. Minimales K plus 2. Wobei, ich glaube, ich werde die auch mal eben so ein bisschen... Ja, ich glaube, erst in der nächsten Folge werden wir den Kokon richtig anfangen. Ich möchte jetzt kurz gucken, dass ich meine Charaktere... Ach, scheiß drauf. Ich spiele erstmal ein bisschen hier den Kokon durch. Und für die nächste Folge werde ich das dann machen, damit jetzt auch nicht zu oft ihr das immer sehen müsst. Kloppen wir uns hier schon mal ein bisschen durch die ersten Monster durch. Dann kann ich mal zeigen, hier... Böse Monster. Schöne Kombo haben wir hier schön gerade hingelegt. Okay, der ist sogar anfällig gegen Arzt. Aber irgendwie passt die Musik auch nicht so wirklich zu dem normalen Kampf. Ich werde mal gucken, was ich dann für die nächste Folge vielleicht so ein bisschen herumwechsle. Mal schauen. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen hier um. Kann ich da? Ne, da kann ich nicht hin. Muss ich mal kurz hier reinschauen. Und da möchte ich noch nicht runterspringen, weil da geht es quasi ins nächste Stockwerk. Da kommen wir auch erstmal, glaube ich, auch nicht mehr so schnell da raus. Habe ich gerade. Ja, das ist ein Nova-Monster. Hat mich nur gewundert, dass die irgendwie die Nova-Barriere nie aktiviert haben jetzt. Habe ich jetzt eigentlich gerade. 14 Punkte. Wow. Dauert dementsprechend noch lange, bis ich wieder voll bin. Aber gut, 15 Punkte, damit kann ich jetzt erstmal ein bisschen reinhauen. Flutschlagmeister, yeah! Haben wir das auch. So, schauen wir mal auf der Seite. Genau, das sind die Rückwege. Wenn wir da wieder irgendwo ausgespuckt werden aus diesen Pflanzen, landen wir bei solchen Sachen immer. Okay. Dann mach den Kampf und mach dann doch mal Schluss, weil ich möchte noch nicht nach unten gehen, bevor ich mich hier noch mal ein bisschen aufbessere. Ich könnte ja mal diesen Eisdrachentanz machen. 1, 2, 3 und... Ui. Sieht auch schick aus. Ah, jetzt hat er seine Nova-Barriere. Oder? Hat er die Nova-Barriere jetzt? Eigentlich wollte ich das machen, aber gut. Haut Malik den eins in die Fresse. Na gut, dann würde ich sagen, ich guck mal, was ich mal meine Sachen noch so machen kann.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder schön ausgerüstet bin mit diesen neuen Steinchen. Bis dann. Ciao.